Oh, Frankreich kriegt gerade auf die Fresse von Burgund. Oh, bitte nicht, die sollen mir helfen. Und Burgund kriegt mir auch, okay. Also ich glaube, Junge. entweder Frankreich oder Burgund könnte bald nicht mehr existieren. Ich tippe ja auf Burgund. Egal, ich bin mit beiden befreundet. Mir ist das egal. Ja, die Bretagne und Burgund nehmen gerade Frankreich ganz schön zusammen, ne? Joa. Da ist ja auch noch England. The fuck. Ich erkläre jetzt Kastilien den Krieg. Was? Völlig random. Ist ja, glaube ich, nicht so gut. Na, was machst du da drüben so? Nicht darauf warten, dass ich administrative Macht habe, genug für die nächste Nee. Tech-Stufe. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich die Geschwindigkeit einfach vollstelle. Das wird zwar eh nicht lange halten, weil ich wahrscheinlich zu langsam mit meinem Internet, aber vorübergehend ist es in Ordnung. Achso, okay. Alter. Oh, ich habe ja meine. Ach du Scheiße. Ich hab genug Machtpunkte im Dezember 1451. Oh, 1,5 Jahre. Ja. Ja. Aber mal nichts tun. Zurückgehen und nichts Einfach tun. chillen. Hey, fast wie Schule. Oh Mann. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich mich mit Kastilien anfreunden kann. Ja. Steht das zufällig irgendwo? Okay, Novgorod ist mein Feind, aber die will ich glaube ich nicht angreifen. Die sind ein bisschen richtig krass da oben. Okay. Moskau zerschmettert sie gerade so ein bisschen da unten im Süden. Also ich glaube, Skandinavien wird sich dann am Ende so ausbreiten. Skandinavien und das heutige Russland. Was nochmal bitte, was? Ich glaube, mein Skandinavien wird sich am Ende ausdehnen auf Skandinavien, das heutige Russland. Oh ja, das bisschen da. Vielleicht sollten wir schon mal unsere Ansprüche klären. Wer will Japan? Ich will Japan. Okay. Schottisches Japan, bitte! Aber nur, wenn ich Korea kriege. Okay, du kannst den Norden haben. Nach in Europa wird es so problematisch. Aufteilen. Ich nehme dies, ich nehme das, ich nehme dies, ich nehme das. Wer nimmt Italien? Nur wenn ich Griechenland kriege. Ach verdammt, die will ich ja gar nicht. Dann habe ich bald kein Geld mehr. Was denn? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Warum tue ich mir dich eigentlich an? Ach ja, ach ja. Schön ist das. Kann ich jetzt mal bitte hier Kastilien? Oh. Noch 12 positive Gründe. Kann ich da nicht eben 12 jungen Frauen hinschicken? Könntest es versuchen, Religion katholisch? Da ist was ja eh jedem egal. Oh, Frankreich und Burgund haben sich vertragen da, oder was? Anscheinend. Ja, Burgund hat eine Kriegsfreunde. größere Armee. Oh nee, entweder ich verliere administrative Macht oder Legitimität. Legitimität, ich brauche keine Legitimität, ich brauche Macht. Macht. Macht und Geld. Und etwas Süßes. Und das, natürlich.
Ah, nur noch ein Jahr, dann habe ich meine administrative Macht. Juhu! Oh! Voraussichtlich im Juli, August 51. Könnte ich mich mit Österreich gut stellen, die mischen sich doch gerne überall ein. Überall. So kam es mir vor. Hey, das Land könnte ich. Oh, Österreich. Das Österreich. Oder hier Österreich. Als ob du nichts Besseres zu tun hätten, als überall zu schauen, wo gerade was los ist und sich einzumischen. Aber jetzt ist Österreich kein Kaiser. Das könnte nämlich das gewesen sein. Im Moment könnte sich Hessen überall einmischen. Alles klar. Wo ist Hessen? Hessen besteht aus Hessen und Kassel. Zwei Provinzen. Und das ist Kaiser? Ja. Gott. In was für einer Welt leben wir? Was kommt als nächstes? Wer wird als nächstes Kaiser? Pass auf, als nächstes kommt eine Frau in die Macht. als ob wir das je schaffen würden. Okay, ich glaube, mit Kastilien wird nichts. Willkommen, Pass. Wollen sie dich nicht? Ne, ich krieg einfach nicht. Man braucht ja mehr positive als negative Punkte. Ja. Ich stehe bei positiv 44, negativ minus 52. Oh, das wird nichts. Neutrale Haltung gegenüber Schottland minus 20, Entfernung der Grenzen minus 18, Armeestärke schottische minus 14. Oh, soll es deine Armee aufbessern? Ha, ich Technologie! Ich bin schon über meine Grenzen hinaus. Und Technologie kann ich momentan nicht entwickeln. Okay, als erstes baue ich jetzt überall Tempel hin. Mehr Gold! Mehr Steuern! Steuern, Steuern, Steuern. So, wo kriege ich denn schon viel Geld? Oh! Gar ne. Da kriege ich schon ordentlich Geld, da kriege ich jetzt noch mehr Geld. Sehr gut. Und in Seeland auch. Oh! Schade, dass das ein bisschen dauert. Okay, nationale Ideen kann ich noch nicht. Lol. Ist das Island? Oder ist Island noch weiter hier oben? Island ist gerade von Norwegen besetzt. Das ist, okay, ist nicht ganz Island. Nicht oh, ganz neue oben. Technologie. Okay, Tempel. Ja, endlich. Habe ich auch gerade erst gekriegt. Zack. Ah, beim nächsten Mal gibt es dann endlich die erste Ideengruppe. Juhu! Juhu! Da gehe ich glaube ich, auf Wirtschaftsideen. Oh, ich kann nicht mal einen Tempel bauen. Kein Geld oder nirgendwo, wo du es bauen kannst? Na, kein Geld. Dann brauchst du halt 100 dafür. Ja, hättest du mir nicht Kastilien Geld geschenkt? Fuck you. Ah, der muss da aber sein. Aha. Gib mir Geld. Sonst will ich krieg gegen dich, Dänemark. Riga, Hamburg, Magdeburg, Oldenburg. Moment. Ich brauch selber Geld. Fuck you. Ich werde bald Holstein annektieren, dann kriege ich daraus ein bisschen Gold. Toll. 54 toll. Aber erst. Jetzt habe ich Kastilien auf plus 131 und jetzt sagt er, weiter geht's, Dad. Tut mir leid. Boah. Hier, Bündnis. Senden. Nimm an, Bitch. Kannst du eine Staatsehe machen? Nee, kann ich auch nicht. Ja, verdammt. Weil das. Lol, das geht? Staatsehe. Brauchst du nicht ganz so viel Beziehung zu und treibt die Beziehung noch mal ein Stück nach oben. Ja, aber warum geht Staatsehe? Also ich verstehe das. Etwas, Staatsehe ist ein bisschen was anderes als Militärbündnis. Ja, aber ich verstehe es ja trotzdem nicht. Brauchst du auch nicht. Tut keiner. Kaum einer. Staatsehe mit Spanien. Vielleicht kannst du dann jetzt auch ein Bündnis. Vielleicht. Lol. Oh, jetzt sagt er nichts so. Klappt es? Ja. Warum auch immer. Jetzt muss ich warten, bis er wieder zurück ist, damit ich ihn wieder dorthin schicken kann. Völlig normal. Hallo, mein Diplomat ist zu Hause. Willst du den denn bei dir zu Hause haben? Nein, bitte nicht. Schick ihn wieder fort. Ja, gut, Okay, ich bin instabil.
Stabilität erhöhen! Stabilität erhöhen! Tu es! Stabile Seitenlage! Genau. Ah ne, mein Prestige ist niedrig, mein Gott. Ah, okay. Niedriges Prestige ist egal. Okay, ich bin mit noch nicht zu vielen befreundet, das gefällt mir. Ich habe ein Bündnis zu viel, aber ich glaube, naja, die Sachsen, die haben vorhin so schön auf Fresse gekriegt. Ich glaube, Bündnis auflösen. So. Also, wenn ich dann England angreife. Wow! Jetzt habe ich mich mit Spanien befreundet, nur damit ich lesen kann, euer verbündeter Kastil wird nicht in euren Krieg gegen England einberufen. Das ist doof. Frankreich, Burgund. Familienbande muss ich auch noch auflösen, verdammt. Kann ich dich auch mitfragen? Frankreich und Burgund. Gegen England und die Iren. Was haben sie denn? 13,8 und 18,5. Portugal dürfte doch nicht so viel haben. Kann ich speichern und gucken? Mich juckt es in den Fingern, aber dann verkacke ich wahrscheinlich wie bei Bayern. Lass es. Erstmal. Vor allem, weil England auch die meist fast komplett die irische Insel als Vasallen hat. Na ja, klar. Also es würden halt nur zwei Stück helfen von denen. Die Frage ist halt, wie gut Frankreich und Burgund im Gegensatz dazu sind. Gehen die denn beide mit in den Krieg? Ich konnte zumindest beide auswählen. Okay. Soll es eventuell jetzt noch nicht ziehen, weil England hat auch Militärstufe 4, also ist dir ein bisschen überlegen. Oh. Deutscher Orden? Wird zerstört. Ah, okay. Wohl zwei Provinzen, die eingenommen waren durch eine Befestigung. Ja, frei, na gut. Aber trotzdem kriegt der Deutsche Orden gerade auf die Fresse. Hamburg? Immer noch? Köln? Pommern? Ja, kann man mal machen. Was ist bei euch drüben los? Ich gucke mir gerade mit dem Deutschen Orden, der so zerstört wird. Und Danzig ist unabhängig. Danzig? Ja, nice. Ja, häufig einfach so ein kleiner Staat unabhängig wird. So eine Provinz, die wenige Jahre später schon wieder eingenommen wird. Ja, aber sie war kurz unabhängig. Das ist ja das Wichtige. Ja. Oh, schwedisches Freiheitsstreben beträgt 29,4% und bei Norwegen 0. Okay, sehr gut. Ergo würde ich dann nachher erst Norwegen annektieren und anschließend Schweden. Ja, Schweden hatte ich, als ich Dänemark spielte, knapp 60%. Ja, das steht jetzt gerade nur bei 29,4. Geht ja noch. Aber ich muss noch 42 Jahre überleben, bevor ich es annektieren kann. Was, 42 so. Jahre? Ja. 94. 94 geht es. Wir spielen erst 8 Jahre. Okay. So, Tempel bauen in Seeland. Ja, das dachte ich mir auch. Plus militärische Macht. Oh, ich habe Gold dafür ausgegeben, was ich nicht habe. Ups. Minus 11, ja gut. Aber ich kann jetzt militärische Technologie entwickeln. Aber ich habe immerhin eine positive Kasse, also gut. Also, das finde ich, ein Kumpel von mir hat auf dieser komischen Ritterinsel angefangen. Hat ja. Von den Mamelucken alles erobert, hat das Königreich Jerusalem gegründet. Und hat jetzt ein riesiges Königreich um 1667 rum. Joa, kann man mit Kolonien machen. In Asien. Sehr gut. Läuft bei ihm. Kann ich mal bitte 6 Punkte haben?
würde mir extrem entgegenkommen. Neue Technologie, dankeschön. Danke, danke, danke. Oh, Docs auch direkt. Nämlich beides. Nämlich. Oh, ich muss den Kredit aufnehmen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob ich einfach einen Kredit aufnehme, damit ich das bauen kann. Wie viel Kredit kriege ich? 30. Du musst es aber auch zurückzahlen, also. Was solltest du bedenken? Nein, das behalte ich. Eher für ich krieg. Die Steuern waren. Gab doch irgendwo eine Steuerübersicht. Ja. Wirtschaft? Ja, was steht alles, oder? Ich blick grad durch. Da, da. Euro, 4,47 insgesamt. Falscher Knopf. Glaube ich. Oh, Inflation ja. 0,08. Oh mein Gott. Das geht doch nicht. Okay. Minus 0,05 im nächsten Jahr. Ups. Oh, ein Plus von 1,04? Warum 0,04? Das geht ums Land. Ha! Ich bin gut. Standhaltung der Festung. Warum kostet die Festung so viel? Wo habe ich eine Festung? In Seeland. Okay, die brauche ich auch in Seeland. Okay, dann hier. Bauen. Tempel ist wahrscheinlich. Lokaler Handels. Achso, ja. Steuermodifikator. Ja. Gut. Ausgerechnet das kleinste meiner Länder, die ich kontrolliere, haben den höchsten Steuereinfluss. Ist doch häufig so. Hamburg und Lübeck hauen auch ordentlich rein in den Steuern. Deswegen sind das so. Das Osmanische Reich ist heftig, was du da verdienst. Vor allem, wenn du Konstantinopel erobert hast. Es ist ja auch ein riesiger Klotz hier. Ja, und da gehen ja doch viele, was, kontrollierte Kirche. Was hast du denn da mit dem Vatikan gemacht? Was? Irgendwas hat mit der... Oh, ich stelle den Papst, oh mein Gott, wie kommt das? Das verstehe ich den Papst. Gerade eben. Mir wurde es nicht angezeigt. Mir wurde es gerade angesagt, Verschieben der Macht. Geil. Nee, ich habe einfach nur im Papst-Einfluss investiert. Dann kann man, hat man ja die Chance, Papst zu werden. Mhm. Ja, ich muss mal kurz raustappen. Falscher Knopf. Ah, ich kann noch einen Kreuzzug rufen. Jawoll! Kreuzzug für alle! Für alle? Gegen England, bitte. Ich glaube, das geht nicht, weil die auch katholischen Glaubens sind. Ja. Schade. Gäbe es nicht irgendwie noch was mit da, Papstaktionen? Nee. Es ist zwar verführerisch, aber wir können keinen Kreuzzug gegen Christen ausrufen. Es ist zwar verführerisch. Ketzer oder nicht. Ich will aber England. Verdammt. Ich hätte England exkommunizieren wollen, aber dazu ist die Meinung vom Kirchenstaat gegenüber England zu hoch. Du weißt nicht zufällig, wie groß die Armee von England ist? Leider nein. Leider nein. Er ist Rivale von mir. Kann ich nicht einfach meine Rivalen... Nee, England hat mich ausgewählt. Das kann ich nicht ändern. Moment, 54. Kann ich Holstein? Kann ich? Annexion fordern! Jawohl! Holstein! Ich annektiere Holstein! Da freut er sich aber, der Kleine. Natürlich! Das empfinde ich als nicht gut. Ich möchte dich daran hindern. Sicher? Nee. Okay. Oder wie viel Armee hast du? Na, du hast 2K mehr Armee. Nee, wir sind sogar gleich. Theoretisch könnte ich jetzt vielleicht umbehauen. Theoretisch. Praktisch lasse ich es lieber. Was sagt denn deine Flotte über dich aus? Oh, 23 gegen 29. Ja gut, ne? Wenn man sich das anschaut. Könnte ich aber nicht. Was ist denn das?
Oh, okay. Großschiff, leichtes Schiff. Ich noch ein bisschen mehr Kohle aus Holstein raus, das gefällt. Dauert zwar nur jetzt noch bis. Kann ich hier nicht den keine Handel Ahnung. schützen? Ah, muss ein leichtes Schiff Juli sein. 56 habe ich es ja. Okay. Und das, wie, weißt du noch, wie hoch das Streben nach Freiheit von Schweden gerade war? Irgendwas um die 20%. 27 steht jetzt gerade. Ja, hat sich ja nicht groß verändert. Naja. Oh, ich könnte sogar Schweden erben. Wenn der Herrscher drauf geht. Mann! Und es ist cool. So. Zack. Oh, ich habe ja immer noch ein Darlehen. Darlehen tilgen. Zurückzahlen. Jupp. Ach, komm, 1. Juli 54. Yay, Steuern. Was habe ich denn für Berater? Ja, kostet 0,8. Nee. Ach, die Falz, lol. Freiheitsstreben von Schweden nimmt zu. 21,1. Oh nein. Du kannst es verringern, wenn du einen Berater hinschickst, ne? Berater? Ja, so ein Diplomat. Wollte schon sagen, ja, habe ich jetzt. Weil weißt du das? Habe ich schon mal gemacht. Ja, Tatsache, ja. Wie aus der Brücke zu Braunschweig. Wie aus einer. Au, Münster hat sich vergrößert und hat Osnabrück verloren. Yep. Kleve und Berg eingenommen, Osnabrück verloren. Wahrscheinlich doch. Was könnt ihr überhaupt? Durch Münster Bauern. Ja. Wie kam es eigentlich, dass du vorhin Münster genommen hast in einem Singleplayer-Spiel? Weil, na gut, Münster ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber ich wohne hier in Oldenburg, Osnabrück, da so die Ecke. Ja gut, okay. Ja, Münster, da studiere ich. Gar nicht so weit weg. Stimmt. Ich fahre nur 1,5 Stunden zu dir, ja? Ich fahre jeden Tag eine Stunde mit Bus und Bahn nach Münster. Wo wohnst du denn? Das zeige ich ja jetzt auch live im Stream. Ja, das macht Sinn, ja. Fahren überhaupt noch Menschen zu? Ja. Der Chat ist seit... Ja, der Chat ist ruhig, aber... Eine Stunde ist knapp tot. Mir wird angezeigt, ich habe noch Zuschauer. Wahrscheinlich haben sie es aufgegeben, weil ich den Chat eh nicht lese. Dabei habe ich seitdem regelmäßig in den Chat geguckt. Also ich habe den Chat noch offen. Das heißt, ich werde dir wahrscheinlich noch als Zuschauer angezeigt. Ja, es steht aber 4 Zuschauer. Mir werden nur 2 da geschrieben. Okay. Bei mir stehen gerade noch 4. Weil die haben sich alle verpisst, weil ich scheiße bin. Das wird sein. Du bist langweilig. Du kannst das Spiel nicht. Mir fällt gerade so ein, dass ich den Follower-Alert gar nicht anhab. Oh, Schweden, 28,8%. So viel zum Thema, das verringert sich. Ja, schick mal lieber einen Diplomaten hin. Hab ich schon. Ja, dann mache ich was anderes. Oder warte. Könnte es eventuell daran liegen, dass ich gerade Holstein annektiere? Nee, Schweden kann hat allgemein sein. Ein ziemlich großes einen großen Freiheitswillen. Ja. Aber die haben nur 9.000 Truppen. Ich habe 18. Wenn sie mich angreifen, haben wir so ein bisschen minimales Problem und ich könnte dich auch noch bitten zu helfen. Ich hab nur Hilfe gehört, Wort. Angenommen, Schweden will Freiheit. Dann könnte ich dich in der Theorie auch noch zu Hilfe rufen. Ja. Wenn du mir helfen würdest, hätten wir 36.000 Mann gegen 9.000. Ja. Aber dann bist du mir Gefallen gegenüber England schuldig. Ja, okay. Ich werde Irland befreien. Schottland. Nein, ich werde die irische Halbinsel vom britischen... aus der britischen Hand befreien. Was mit mir ist, ist dir egal.
Du kannst dich um den Rest des Englands kümmern. Ich kümmere mich um Irland. Das ist der Gefallen. Na gut, wenn ich England haben kann, komplett. Warum nicht? Hey, Irland kannst du auch haben. Habe ich nicht das Problem mit. Hätte ich schon gerne, ja. Ich meine, du kriegst ja Skandinavien, ja? Ja, ja. Und Holstein. Und du kriegst Japan, Mensch. Ein schottisches Japan, das möchte ich zu gerne sehen. Die Frage ist, ob wir das überhaupt hinkriegen. Mal gucken. Soll ich meine Truppen dann schon mal nein. 27,7, okay, es ist wieder ein Stück runtergegangen. Ich warte erstmal ab. Ich kann dich ja immer noch dann darum bitten, dann wenn es soweit ist, wenn der Krieg ausbricht. Ja. Ich habe immer noch nicht ganz kapiert, wie ich Truppen verschiffe. Ich habe das einmal geschafft, aber es war irgendwie Glück. Wenn du dir die Truppen mal auswählst, hast du ja dieses Truppenfenster offen. Warte mal kurz, Burgund, traurige Nachricht. Okay, okay, ich bin nicht mehr mit Burgund, okay. Der ist schon tot? Nein, die haben einfach nur abgesagt. Ich mag euch nicht mehr. Ich kann leider nicht zur Party kommen. Na, dann kann ich ja Transportschiff zuordnen, wenn die im Hafen sind. So. Ja, wenn und dann muss ich den Hafen verlassen. Genau, dann hast du die Truppe auf dem Schiff. Dann hast du da auf einmal nur noch 7000 da auf dem Festland und der Rest der Truppe ist im Schiff. Warum auch immer das jetzt geklappt hat. Vorführeffekt. Junge, mit eigentlich klappt das dann ja gar nicht. Und wieder ein Stück runtergegangen. Okay, Freiheitsstreben schaut gut aus. 20%, 26%. Bin schon über meinem Ja, sprich dich aus. Bin schon über meinem Militärlimit. Eigentlich. Oh, wenn ich nicht so langsam Geld verdienen würde, ne? Ja, das ist echt grausig. Das zieht sich Jahrhunderte hin. Na gut, Jahrzehnte. Ich will ja nicht übertreiben. Irgendwie immer noch cool, dass ich einen Papst stelle. Ja, ne? Läuft bei dir. Könnte eventuell meine Kirchensteuer erheben. Bringt vorübergehend mir ein bisschen Geld. 20 Jahre, oh. Ja. Da brauche ich nur erstmal 50 Papsteinfluss. Du bist doch Papst, warum brauchst du jetzt Papsteinfluss? Weil man Einfluss braucht, um einfach alles damit bezahlen zu können, was man da an Optionen noch hat. Oh, Darlehen werden auch bald fällig. Habe ich denn eine aktuelle Mission eigentlich? Ach, iteriert Holstein, stimmt, das war ja was. Stimmt, habe ich gar nicht geguckt. Wie sieht es mit meinen Missionen aus? Ziel: mindestens eine Provinz in Northumbria. Was? Annektierungsfortschritt 78,4%. Geschätzte Ausführung bis unbekannt. Yay? Warum unbekannt? Ah, es braucht diplomatische Macht. Oh nee. Oh nee. Das erklärt's. Es braucht einen Machtpunkt, damit es weitermacht. Ich habe minus 1. Ist Frankreich größer geworden? Frankreich? Nein. Es ist sogar noch kleiner geworden. Es hat einen Teil gegen die Bretagne verloren. Sich jetzt erst. Wir werden ja schon zurechtgestutzt. Franzosen. Und die haben nur 8.000 Armee, die Bretagne. Da hatten die aber ordentliche Verbündete. Verbündete mit Burgund. Mann, mich juckt echt in den Fingern, England anzugreifen. Das ist zum Kotzen. Lass es. Gut gemeinter Ratschlag. Lass es bleiben. Ich will was tun. Hast du keinen Bock mehr auf hier einfach nur rumsitzen und warten, dass was passiert? Ja. Kann ich verstehen. Das Spiel ist gut, aber es ist ein bisschen langsam.